Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Boom, habt ihr gesehen, wie stylisch ich das geöffnet habe? Na, warte mal, lass mich mal so. Okay. Ja, wir sind noch auf Defo, haben die Eishöhlen abgeschlossen? Fragezeichen. Und ja, wir haben schon wieder ein neues Gebiet hier entdeckt und die tun wir jetzt erstmal hier erkunden, ne? Würde ich sagen. Ja, die drehen sich natürlich um. Nein, das so nicht. So. Alles klar. Aber einfach. Okay, das hier sieht hart wie so eine, keine Ahnung, Todesstern basierte. Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Ein Todesstern basierte, also eigentlich jede imperiale Basis mehr oder weniger. Ich weiß, das war nicht in Ordnung, aber mein Druide meint ja, den irgendwie nicht scannen zu können, während er noch am Leben war, also am Leben, aber ja. Oder vielleicht wollte mein Druide einfach, dass ich ihn töte, ich weiß das doch. So. Was ist hier? Nix. Was? Oh. Warte mal. Bevor ich jetzt hier hochkletter. Ja. Du, könntest mal ein Witz erzählen. Was? Keine Ahnung. Warum? Witzig. Laufen drei Wookies in der Bar. Die haben oh, gesagt, ha, versteht ihr es? Ich auch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Wieder ein bisschen Kletter-Action. Ah, direkt, da funktioniert das natürlich nicht. Aua. Gott. Okay. Oh, Hilfe! Aua! Aber oh, ich kann auf den schießen. Na, oh, Dreck. Oh, blödes Timing. Na. Oh. Ihr Typen konntet ja nicht ein bisschen eher auftauchen, ne? Ey, ihr hättet mir schön helfen können. Warte mal, ich warte nächstes Mal da. Vor allem, ich habe erst mal Schub ge. eingesetzt, weil ich dachte, ich könnte ihn da irgendwie runterschmeißen, aber nö. Okay. Gut. Zur Not kann ich auch wegrennen von dem, ne? Hoffe ich. So. Jetzt wieder hier durch die Gegend hier rumlatschen. Hi. Seht mich. Seht mich gefälligst. Seht mich! Oh, willst du mich? Ziel gesichtet! Leg den endlich um! Ich habe das Ziel verfehlt! Okay. Gib mir noch nicht mal Erfahrungspunkte. So, ich hoffe wirklich. Ich komme jetzt auch nicht hier um die Ecke oder so. Kommen Sie! So. Ich gebe euch mal Erfahrungspunkte. Okay, wenn ich so kann, ich wahrscheinlich nicht springen.
Und den hier. Machen wir den hier. Und den hier. So. So. Dann vielleicht warten, bis die zwei Typen da rauskommen. Pff. Ah! So, ich habe ein paar AP verloren. Also wenn ich den Angriff kriege, die ja wieder an, ne? Boom. Der den gesehen. So. Was? Hast du gerade meine Macht abgewehrt? Ey, so geht das jetzt mal gar nicht hier. So, ich gehe mal weg hier. So, ich hoffe, ich kann wirklich irgendwo hier hinrennen. Hier, da, helft mir. Oh Gott. Will ich auf den Arm nehmen? Ja, genau. Ändere deinen Schwierigkeit. Ey. Ich ändere meinen Schwierigkeit gar nicht. Okay. Ich habe ja nicht gewusst, dass jetzt da irgendwie 5 Leute oder so rauskommen. Hallo? Hey. Mich wieder dahin rennen. Gut. Wie mache ich dann am besten? Ich dachte, ich hätte ihn jetzt gerade, aber dann macht er doch irgendwie, geht er irgendwie, hat er irgendwie doch mehr Reichweite, als ich dachte, und ja, dann kommt er einfach und tritt mich ins Gesicht und dann bin ich weg. Kann ja mal passieren, ne? Oh Gott, ich mag diese Lade-Dinger nicht, ey. So. Ich glaube, ich muss erstmal 1 gegen 1 gegen den kämpfen. Bevor ich... Oh Gott. Danke. Bevor ich da irgendwie weiterkomme. Vor allem, der hat meine Verlangsamung gerade abgewehrt. Einmal. Was soll das denn bitte schön? Hallo? Wollte mir jetzt etwa erzählen, dass das ein Geschöpf ist, das nicht gegen die Macht empfindlich ist. So. Und das sah auch irgendwie nicht so aus, als hätten diese Sturmtruppe denen irgendwie Schaden gemacht. Ich guck mal gerade. So, der eine hat den definitiven Pharma ins Gesicht geschossen. Ja. Warte mal. Kann ich den ganz umgehen am besten? Ja, vielleicht nicht schlecht. Na, was wird mir bringen? Aber bitte sehe mich nicht. Jetzt ganz ehrlich. Jetzt noch mal da drin ist, vielleicht ein Speicherpunkt oder so. Nein, ich auf den Arm nehme hier gerade. Was zum Teufel? Okay, der hat ein paar AP verloren. Gut. Also warte, ich hau mal, ich mache einen Angriff und dann hau ich direkt ab.
ganz lang. Na, der Angriff. Na, das gibt's jetzt nicht, ey. So. Na, schon wieder. Ey, ich tu doch ausweichen, Mann. Kann doch nichts anderes machen bei diesem roten Angriff, ey. So, komm her. Ja, jetzt kommen sie alle, ist klar. Ja, und die schießen auf mich als erstes, ist klar. Oh, auf zu schießen, Mann. Ich habe jetzt echt kein, hab jetzt echt keinen Nerv für sowas. So. So, jetzt kommt da gleich dieser eine Typ noch, der macht mich fertig, pass auf. Weil er wartet schon direkt da. Ja, wie soll ich denn das schaffen jetzt, ey? Ich krieg ihn nicht. Ich greife an. Was ist das? Aber der ist schon tot. Gut. Gut gemacht. So gesagt, ein Idiot. So ein Sturmtot der Idioten. Und so. Und ich hoffe wirklich, dass ich den einen Typen jetzt nicht scannen musste oder so. Das eine Viech, der jetzt gerade runtergefallen ist. Sturmtotler Kommandeur. Haben wir da schon? Ne, Scout-Truppler, komm mal, da mal. Ah, der ist weg. Ich hoffe, ich musste den nicht scannen. Alles klar. Bitte gehen wir in den Speicherpunkt. Ich habe nämlich keine Heilung und so, ne? Nach jetzt komme ich wahrscheinlich zu dem Aufzug, ne? Also auf. So. Ah, okay. Was ist da drüben? Hi. Gott, ja. Du kommst hier nicht lebend weg. Na komm, da ist der Aufzug. Ich sehe das schon. So. Ja, mach mal. Okay. Da unten sieht schon wieder krass aus. Abkürzung freigeschaltet. Jawohl. Na gut, jetzt, wenn man hier mal vorankommt, dann fühlt sich das auch echt wie ein Erfolg an. Also, also nicht. Du hast wirklich so das Gefühl, du hast was erreicht. Ich weiß auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, ich weiß ja nicht. Weil ich das Spiel casual jetzt nicht so, ich meine, gab ja irgendwie so ein Schwierigkeitsgrad, der jetzt nur dafür da war, irgendwie die Story ja zu erleben. Also keine Ahnung, wer weiß, wie einfach das Spiel sein kann. Hallo. Das gibt's jetzt nicht, ey. So. Ja, der Typ da unten sah krass aus, aber solange der irgendwie eine Knarre oder so hat, sollte das doch gut sein. Da konnte man auch noch irgendwo hochklettern. Machen wir erstmal hier. Wer bist du? Wenn ich runterkomme, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Dann gehe ich doch erstmal die andere Richtung. Und zwar hier. Oh Gott. Okay, jetzt sehe ich erst, dass das rot war. Okay.
Oh, das kann ich gar nicht. Ja, dann kann man bestimmt irgendwie irgendwann greifen, ne? Ich war so Standard irgendwie. Und dann irgendwie zurück nach Jedi Knight. So, du komm her. Endlich ein Herausforderer. Oh Gott. Ah. Oh Gott, ehrlich. Was schießt er zurück? Kannst du noch was außer rumrennen? Alter, das gibt's jetzt nicht. Du versuchst es nicht mal. Hast du keine Ausbildung? Oh, der kann natürlich nicht. Ja, der ist auch voll krass drauf, ist klar. Was zum... Nein. Warum habe ich das mit den Dings noch nicht drauf, ey? Mit der Reichweite. So. Ja, du hast keine nervige Ausdauer oder also was. Der macht den Kampf schon 1000 Mal einfacher. Na, jetzt bin ich auf. Oder auch nicht. Okay, und nun? Also, also so am Leuchten. Okay. Whoopala. Und noch mehr Abkürzungen. Da ist noch was. Bonk. Wo bin ich jetzt? Also okay, ich weiß, wo ich bin, aber da will ich überhaupt nicht hin. Ich will erstmal, weiß nicht, diese eine Truhe noch finden, die ich mal sehen habe. Wie komme ich darüber? Ich da auch greifen können. Da komme ich jetzt nicht rüber, ne? Sieht jetzt nicht so aus, okay. Schade. Okay, dann gehen wir mal zu dieser einen Rutsche. Wir waren hier mal, oh, das ist erstmal, was wir können. Eingesammelt. Hallo, was ist das denn? Speicherpunkt. Okay. Schon wieder ein neuer. So langsam können die mal ruhig aufhören, hier mit mir neue Gebiete zu geben. Sonst werde ich ja nie mit dem Planeten hier fertig. Oh. Was für ein Ding? Hi, WD1. Er stand gerade nach unten drücken. So. Was? Hey, ich habe schon wieder einen neuen Ort entdeckt. Meine Frage ist, jetzt komme ich jetzt irgendwie zurück, weil das sieht schon hier wieder hart gefährlich aus. Okay. Für so einen Helm tragen. Oh ja, sind Klonhelme. Denk mal. Siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Also das Gefühl, ich sollte nicht hier sein, aber ich glaube, die Dinger sind irgendwie größer als die, die ich vorher bekämpft habe. Jetzt Wasser, die Dinger kann doch nicht schwimmen, oder? Alles okay, BD1? Hat man gern. Stand schon wieder. Stand gerade Funkspruch absetzen. Gott. Warte mal, ich gehe rein. Oh, ich dachte, da kommt man rein. Tschüss. Nee. Ja, und dann noch so kleine Viecher, ja, so sehe ich aus, ne? Okay. Ja, die Dinger gehe ich mal, habe ich so ein Gefühl.
Sehr gut. Haut den schon mal weg. Droide, die beobachten uns. Gott. Oh Gott. So. Ja. Oh. So. Was ist jetzt hier? Nichts. Hallo. Okay. Irgendwie ist ja nichts. Oh, da, okay. Ja. Aber warte, mir fällt jetzt gerade ein, ich kann auch jetzt einige Truhen öffnen, die mir vorher nicht offen standen. Ja, ich muss ja mal ausprobieren, was passiert, wenn ich die hau. Okay. Oh, noch mal nach oben. So. So. Ja, da hat er wieder auf meinen dritten Angriff Ausweichschritt gemacht. Meinst du, du kannst mir helfen? So, geh mal rein. Hey, er macht es immer wieder. Was war da drin? Swoop. Okay. Swoop, da war irgendwie eine Art Fahrzeug, ne? Swoop Bike. Ich bin nicht irre. Jetzt auf Blaustrahler ist der Speicherpunkt, ne? So. Also Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Was denn? Oh, Blümchen? Traumwurz. Diese Pflanzen erinnern mich an Grease Pack. Kann ich da hochklettern? Da? Da? Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe wirklich in der Mitte hier ist nichts. Oh Gott. So. Ich muss aber irgendwie heraus. Langsam bin ich aber gerne mal an dem Planeten hier. Wohl eigentlich nicht. Eigentlich ist ja immer noch viel zu erkunden, habe ich so Gefühl. Stehe ich irgendwie nicht irgendwie, meine Spieldatei sagt irgendwie, ich bin bei 29%, also kann ich auch noch nicht, oh Gott, kann auch nicht mehr so viel hier übrig sein, finde ich jetzt hier gerade. Aufgezogen, oh, hier ist auch noch was. Oh. Ah, okay. Ich bin gar nicht da. Sie sind gar nicht da. Ich finde nicht der Druide, den du suchst. Ist irgendwie passend. Ich habe ja einen Druiden. Aber kann ich da hochklettern? Ich glaube, ich kann da hochklettern. So. Und tschüss. Okay. So, Truhe. Okay. Ich glaube, das war zu früh. Weil all die Sachen, die ich hier irgendwie finde, tun mir nicht wirklich helfen. Ich meine, das ist wortwörtlich hier alles nur so Ästhetik hier, was ich finde. Wir haben neuen Poncho, weil der geht immer direkt auf den neuen, glaube ich. Er sagt mir nicht, dass hier sind alles Ponchos hier. Da wäre ein bisschen traurig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich will auch schon, weiß nicht, eine fünfte Jedi-Kutte oder was weiß ich, irgendwie sowas finden. Ich muss schon sagen, ist da gar nicht am Schluss klar.
So, jetzt du komm mal. Ja, natürlich hast du mich noch getroffen, du blödes Mistviech, ey. Ich wollte dich eigentlich nur da weglocken, damit ich gleich mal da hochklettern kann. Da ist was hier. So. Und den hier einfach. Ja. Ich wollte schon sagen, kommt er jetzt hier hoch? Man muss ich mal probieren, okay. So. Dann gehen wir mal dahin. Ob wir das müssen, weiß ich nicht, aber wir machen uns mal. Wo ist das Ding? Boah, ich sehe die echt nicht. Diese dünnen Dinger. Ich sehe die nicht. Geh weg. So. Und da ist keine Einzelteile. Doch. Muss ich sagen. Der erste ist mir irgendwie runtergefallen. Ich begegnen bin. Sucht Ruinen. So, Walle auf mich. Boah. Hierher. Ah, komm. Geh weg. Ja, ich mich sowieso nicht, danke. So. Geh weg. Danke. Alles klar. Ich sehe da was Schönes, glaube ich. Oh, das sieht nach Macht-Upgrade aus oder irgendwie so was. Lebens-Upgrade, bitte. Ich meine, es nehmen wir gut. Was? Der Commander starb durch ein Lichtschwert. Ach so, ich wollte schon sagen, also aus dem Echo hier gehört. Ich wollte schon sagen, läuft jetzt hier gerade einer mit einem Lichtschwert rum. Und jetzt habe ich auch gesehen, wie sich der Balken ein bisschen erhöht hat. Das Ding hier braucht Strom. Ja. Und nun? Was? Hey, wie komme ich denn jetzt überhaupt zurück? Ach, das hat Gewicht, das da, genau. Gute Frage, wie komme ich jetzt ganz zurück? Also, zum Mantis und so, oder überhaupt. Ja, ich kann aufleveln, also auch was. Maximales Leben hat, das bringt es auf jeden Fall. Ich bin schon mal froh, weil das wenigstens hatten. Und ja, weiß ich nicht. Laufen wir ja noch weiter durch Sephora herum anscheinend. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie komme ich jetzt zurück? Hier irgendwo. Weil da war doch diese Rutsche. Oh. Bin ich ja schon durchgegangen? Ich glaube nicht. Skelett! Zeige mir dein Wissen. Wie konnte es dazu kommen? Okay. Aufgezogen. Hacken. Nein, Kumpel, nicht du. Es ist das Wasser. Wollte schon gerade sagen. So, wo bin ich hier?
Oh, warte, ich weiß, wo ich bin. Oh, das ist ehrlich gesagt perfekt. Okay. Dann ausruhen. Fertigkeitsbaum da unten. Ich nenne es mal den Friedhof. Ah, scheint es noch nichts zu geben. So, weil das sind wir noch am interessantesten. Maximale Macht erhöht sich. Das habe ich noch nicht. Nee, das hier habe ich. Wollte schon sagen. Warte mal einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Kell sein Lichtschwert geschwungen hat, kann er seinen Spezialangriff mit größerer Reichweite ausführen. Ah, okay. Nur zurückstoßen kann. Er springt oder seine Wandlauffähigkeit benutzt. Man kann Kell Gruppen von Gegnern zuführen, große Gegner ins Schwanken bringen. Ah, okay. Ja, ich glaube, das hätte ich gerne. Oh, zeig mal. Oh. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir hier weitermachen. Hier ist noch so viel zu erkunden, habe ich so das Gefühl. Guck ich mal diese Karte an, ey. Wie soll ich damit klarkommen, ey? So, da waren wir gerade, ne? Oder? Da waren wir gerade, ne? So, sehe ich hier noch irgendwas zum kaputt machen? Ich mag solche Art Karten nicht. Da ist noch was Grünes. Aber wo waren jetzt das nochmal? Also nicht, weil wir müssen noch immer da lang, ne? Weiß nicht. Vielleicht können wir auch zurück zum Mantis, ich weiß nicht. Hier unten sind auch noch einige Sachen. Erkundet, Geheimnisse. Ich will mich jetzt auch nicht 20 Fazit hintereinander hier aufhalten. Sehr von 49% erkundet erstmal. What? Gut. Weiß ich noch nicht. Gucken wir noch auf den Rückweg hier passiert. Ich will aber vielleicht mal, obwohl laufen wir ja noch ein bisschen rum. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich werde mir was überlegen. In der nächsten Folge werden wir schon sehen, was weitergeht hier. Ich bedanke mich an euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.